Freundschaft und Waffenbrüderschaft. Militärische Ehren für Erich Honecker bei einem Besuch von Truppenteilen der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. An der Seite des Generalsekretärs des ZKDSED, Armeegeneral Jewgeni Iwanowski, Oberkommandierender der GSSD. Im Gelände wurde die Partei- und Staatsdelegation der DDR Zeuge des militärischen Leistungsvermögens der Sowjetsoldaten. Eine taktische Übung mit Gefechtsschießen zeigte die wachsenden politischen, moralischen, physischen und psychischen Anforderungen an die Kämpfer. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übung dankte Erich Honecker den Gardisten für ihre Leistungen, die erneut den hohen Stand des Militärwesens der Sowjetarmee demonstrierten. Auf einem Freundschaftsmeeting erklärte der Generalsekretär des ZKDSED, dass das feste Bündnis mit der UdSSR die Herzenssache unseres Volkes ist und bleibt. Ganz in diesem Sinne bereiten wir uns auf den 35. Jahrestag der Befreiung und das 25. Jubiläum des Warschauer Vertrages vor. Meistern wir die Zukunft mit Kraft und Optimismus. Aus der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte, die auf dem Gebiet unserer Republik auch weiterhin ihren verantwortungsvollen Dienst versehen, ist Oberleutnant Buligin. Nicht immer ist Zeit für solch einen Spaziergang, denn als Chef einer Panzerkompanie hat er mit seinen Soldaten täglich vielfältige Aufgaben zu lösen. Im sozialistischen Wettbewerb haben sich die Angehörigen seiner Kompanie hohe Ziele gestellt. Sie wissen, die Reduzierung der GSSD erhöht die Verantwortung jedes Einzelnen von ihnen. Mit hoher Kampfmoral und dem Ziel, ausgezeichnete militärfachliche Kenntnisse zu erwerben, gehen sie ins neue Ausbildungsjahr. Zwei Züge kämpfen um die Auszeichnung Bestes Kollektiv. Über 50% des Personalbestandes ringen um den Titel Ausgezeichnete Besatzung. Der Kompaniechef vermittelt den Soldaten seine Kenntnisse und Erfahrungen. Umsichtig leitet er die Ausbildung und achtet dabei auf jede Kleinigkeit. Das zahlt sich bei der taktischen Übung aus. Oberleutnant Buligin ist Kommunist und Mitglied der Parteileitung des Bataillons. Gern kommen seine Genossen zu ihm, vertrauen sich ihm an, holen sich Rat. Auf die Parteimitglieder und Komsomolzen seiner Einheit kann Genosse Buligin bauen. Ihre Autorität erwerben sie sich durch vorbildliches Auftreten.
So wie die Kompanie des Oberleutnant Bulygin sind alle Kämpfer der GSSD bereit, den militärischen Klassenauftrag unter jeder Bedingung zu erfüllen. Die NATO-Strategen unter Führung des USA- und BRD-Imperialismus erhalten keine Chance. In enger Gemeinschaft mit den ruhmreichen Streitkräften der Sowjetunion und den anderen Bruderarmeen der sozialistischen Militärkoalition stehen wir Angehörige der bewaffneten Organe der DDR auf Wacht für den sicheren Schutz des Sozialismus und Friedens auch in den 80er Jahren. Erste Schritte junger Soldaten der GSSD. Die Mottschützen der Kompanie des Oberleutnant Schuburow erlernen zwar erst die Grundbegriffe des Soldatseins, doch sie kennen ihre Aufgabe. Hier in der DDR, an der Nahtstelle beider Gesellschaftssysteme, erfüllen sie gewissenhaft ihre militärische Pflicht im Interesse des Friedens und des Sozialismus. Revolutionäre kämpferische Traditionen. Keine Armee der Welt besitzt sie in reicherem Maße als die Sowjetarmee. Vor 35 Jahren hissten sowjetische Soldaten das rote Siegesbanner in Berlin. Symbol der Lebenskraft und Unbesiegbarkeit des Sozialismus. Das geistige Antlitz der Sowjetsoldaten und ihre Treue zur internationalistischen Pflichterfüllung im großen Vaterländischen Krieg leben in den Herzen und Taten der neuen Generation von Angehörigen der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland fort. Im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 110. Geburtstages Lenins kämpft die Kompanie Schuburow um den besten Titel. 60% der jungen Mottschützen wollen als Einzelbester ausgezeichnet werden. Da heißt es, die Ausbildungszeit effektiv nutzen und nach hohen technischen und taktischen Kenntnissen streben. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Schießausbildung. Ihre Verpflichtung, Treffen mit dem ersten Schuss. Den hohen Stand ihrer Gefechtsbereitschaft demonstrierten erst kürzlich Angehörige der NVA gemeinsam mit jungen Soldaten der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland im Verlauf einer Truppenübung. Während der Vorbereitung auf das abschließende Meeting der Waffenbrüderschaft gehen die Gedanken zurück an Tage harter Bewährung. Anlass für persönliche Höchstleistungen der an dieser gemeinsamen Übung beteiligten Genossen
waren ihre Verpflichtungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 35. Jahrestages der Befreiung und des 25. Jahrestages des Warschauer Vertrages. Beim Beziehen der Verteidigung, im Angriff oder während des Forcierens der Elbe, immer bewiesen die Armeeangehörigen ihr Können und zeigten Einsatzbereitschaft und Initiative. Im engen Zusammenwirken zeigte sich, die Erfahrungen unserer Freunde werden genutzt, die sowjetische Militärtechnik beherrscht. Wir machen deutlich, in der Gemeinsamkeit des Handelns der sozialistischen Armeen liegt unsere Stärke.